kaputte Brücke zu repperschlumpfen. Er muss hier irgendwo sein. Schauen wir mal. Willkommen zu einer neuen Session von den Schlümpfen. So, das ist wieder ein paar Tage her. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen an die Steuerung erstmal gewöhnen. Sofort wieder verseucht. Wenn ich von ganz hoch oben einen Schlumpfklatscher mache, vielleicht haben sie da nicht genug Zeit, um wieder verseucht zu werden. Von ganz hoch oben? Hopp, hopp, hopp. Alle, hopp. Voll vergessen, den Timer zu starten. Mann, Mann, Mann. Ich werd alt. Und hopp, fantastisch. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Okay, das war noch zu weit weg scheinbar. Alle, hopp. Wie, hat auch nicht gereicht? Auf die andere Seite. Halte durch, Handy. Ich komme. Hopp, hopp, hopp. So, wir haben ja da noch ein paar Holzbretter gesehen. Die können wir bestimmt auch durchbrechen. Und hopp. Hopp, hopp, hopp. Alle, ja, großartig. Und hopp. Hopp, hopp, hopp. Alle, hopp. Und hopp. Wie war denn das? Hä? Konnte ich nicht irgendwie höher springen? Ach so. Scheiße. Entweder bin ich nicht mittig genug oder das reicht einfach nicht. Wer hämmert denn da immer? Okay, ich lasse es erstmal. Oh, da können wir zufällig irgendwie unsere Sprungattacke verbessern. Ah, noch können wir gar nichts machen. Okay, jetzt wird klar, warum man hier hoch kann. Hallo Papa, ich habe einen Schlumpf gefunden, der in einer Pestfalle gefangen ist. Das ist ja furchtbar. Schnell, wir müssen ihn befreien. Gargamel könnte jeden Augenblick auftauchen und ihn sich schnappen. Ich kann ein paar Pestfallenherzen sehen, die geheilt werden müssen. Um die kümmere ich mich mit dem Schlumpfisator. Viel Glück. Ich zähle auf dich. Du weißt doch, dass du immer auf mich zählen kannst. Richtig, Papa Schlumpf? Papa Schlumpf? Hallo? Oh, scheint aufgelegt zu haben.
Vor allen Dingen sagt Papa Schlumpf noch, wir müssen den retten. Hallo. Okay, war ich mir jetzt ein bisschen anstrengender vorgestellt. Ein ganz normaler Schlumpf. Danke, Schlaubi. Du hast mir das Leben geschlumpft. Was ist dir zugestoßen? Auf der Lichtung hat uns eine Pestfalle angegriffen. Handy hat versucht, sie abzuwehren. Und ich bin davongelaufen. Aber ich wurde trotzdem erwischt. Ich habe so ein Pech. Was ist mit Handy? Ich weiß nicht. Ich habe nicht zurückgeschaut. Jedenfalls habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wow. Gut gemacht. Papa Schlumpf sagt doch immer, man darf seine Freunde nicht im Stich lassen, oder? Na los, geh ins Dorf zurück. Ich muss Handy finden. Ins Dorf zurück. Los! Ich hätte nicht gedacht, dass der darauf reagiert, tatsächlich. Haben wir jetzt irgendwas verpasst hier noch? Ich glaube, durch den Holzstamm sind wir gekommen, ne? Ich glaube, dann sind da einmal rum. Okay. Na gut. Lichtung. Hallo Leute, könnt ihr mich schlumpfen? Hier spricht Hefty. Rufst du an, weil du dir den Fuß verschlumpft hast? Was? Nein! Wie kommst du denn darauf? Das erzähle ich Papa Schlumpf. Ich rufe an, um euch zu schlumpfen, dass ich jemanden gerettet habe. Ihr solltet alle stolz auf mich sein. Aber ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Handy wurde von einer Pestfalle geschlumpft. Heiliger Schlumpf, du musst etwas unternehmen, bevor Gargamel ihn findet. Keine Sorge, ich gehe sofort los und suche nach ihm. Und du erzählst Papa Schlumpf, dass ich mich gut auf meiner Mission schlumpfe, ja? Ja, ja, ich sag's ihm. Okay, da haben wir wieder so ein einzelnes Ding. Alle, ja. Und hopp. Alle, ja. Hopp, hopp.
fertig. Oh, ach so, das ist jetzt wieder ein neues Level dann gleich, okay. Bei Papa Schlumpfs Bad. Die verseuchten Pflanzen haben die Ersatzbrücke geschlumpft. Jo. Ich glaube, das wird zu viel sein. Oder auch nicht. Irgendwas muss es mit dieser Blume auch auf sich haben. Okay, wir haben 7 von den Dingern. Oh. Sehr schön, das war auch einfach. Fantastisch. Okay, wie soll man darüber kommen? Weil die Pflanze lässt sich ja bloß von der... Über den Pilz? Hm. Alle, ja. Das wird auch nichts. Oh. Ne, das ist zu schnell. Man muss auf jeden Fall nach unten plumpsen, aber das würde ich zeitlich trotzdem nicht hinkriegen. Nein! Ich frage mich, ob sich das Spiel das auch merkt. Also, wenn wir jetzt wieder herkommen würden, nach dem nächsten Level oder so, ob diese Ranke dann quasi da bleiben würde. Ich vermute mal, ich komme da nicht durch, oder? Oh, doch. Großartig. Hey, was ist das da drüben für ein Ding? Das war eben noch nicht da. Was ist denn jetzt da drüben? Ach, das Fass wahrscheinlich. Okay. Das wird auch nix. Alle, ja.
kaputt. Nein, die Hängebrücke ist schon wieder kaputt. Das wird Handy gar nicht gefallen. Apropos Handy, hier ist er anscheinend nicht. Ich muss ihn weitersuchen. Sehr gut. Jetzt kommen wir eventuell hier hoch. Oder auch nicht. Hey, wozu ist er da? Okay. Nun gut, dann machen wir an dieser Stelle erstmal wieder ein Päuschenspitze. Bedanke mich. Bis denne.